Meine Damen und Herren, der CDU-Bundesvorstand hat sich gestern Abend und heute getroffen und wichtige Fragen debattiert. Vorweg schicken möchte ich erst einmal Folgendes. Wir haben am Freitag gravierende Auseinandersetzungen oder Ausschreitungen mit dem Verbrennen von israelischen Fahnen und Davidsternen gesehen und dass der Bundesvorstand der CDU verurteilt einstimmig diese Verletzungen rechtsstaatlicher Grundsätze. Wir wenden uns gegen alle Formen von Antisemitismus und Fremdenhass und keinerlei Meinungsunterschiede, auch über die Frage des Status von Jerusalem, rechtfertigen solches Vorgehen. Und der Staat muss mit allen Mitteln des Rechtsstaates dagegen einschreiten. Wir haben dann gestern, wie Sie wissen, uns noch einmal den Blick zurückgewandt und uns mit dem Wahlergebnis beschäftigt. Es gab dazu eine sehr offene und eine sehr intensive Debatte, die auch immer mit dem Blick nach vorne verbunden wurde. Und wir waren uns darüber einig, dass eine sehr große Rolle bei dem Wahlergebnis gespielt hat, dass die Menschen noch nicht davon überzeugt waren, dass die Steuerung und Ordnung der Migration gelungen ist und dass die Aufgaben, dies zu tun, natürlich auch weiter notwendig sind. Besonders übereinstimmend war auch die Analyse, dass die Einigkeit von CDU und CSU in wichtigen Fragen nicht gegeben war. Und deshalb wurde nochmal sehr begrüßt, dass wir jetzt ein gemeinsames Regelwerk haben für die Migration und auch für die Fragen der Zu- und Einwanderung von Fachkräften. Und dass dies eine ganz wesentliche Voraussetzung jetzt auch ist für die auf uns zukommenden Gespräche mit den Sozialdemokraten. Es wurde sehr viel darüber gesprochen, dass die Menschen mit Recht einen funktionsfähigen, handlungsfähigen Staat erwarten, von der Justiz über die Polizei bis zur äußeren Sicherheit. Und dass das Thema Sicherheit sowohl im Sozialen als auch im Blick auf die innere und äußere Sicherheit natürlich eine zentrale Rolle spielt. Und wir sind übereingekommen, dass die Schwerpunktsetzungen, die wir in unserem Regierungsprogramm aufgenommen haben, die richtigen sind und nun auch die Grundlage bilden für weitere Gespräche, die wir zu führen haben. Heute haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie geht es weiter nach dem Ende der Gespräche zu einer Jamaika-Koalition. Wir haben natürlich den SPD-Parteitag verfolgt und am Mittwoch wird es ja die ersten Gespräche geben. Wir haben uns gefragt, was leitet uns? Uns leitet die Frage, was braucht Deutschland und welches Art von Deutschland braucht auch Europa, um auf die anstehenden Probleme, auf die anstehenden Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger auch reagieren zu können. Und da sind wir sehr einmütig der Meinung, dass wir eine stabile Regierung wollen, dass wir stabile Regierungsverhältnisse für die Voraussetzungen halten, die das möglich macht, die anstehenden Probleme, sei es im Lande oder sei es eben auch in der Verantwortung für Europa und die Welt handlungsfähig zu sein. Wir wollen deshalb die Gespräche führen und auch sind der Meinung, dass sie zügig geführt werden sollen, natürlich gründlich, aber der Maßstab muss sein, was braucht unser Land. Ich sehe und wir sehen natürlich Unterschiede zu den Positionen der Sozialdemokratie, aber wir sehen auch eine ganze Reihe von Schnittmengen, gerade wenn es um die Schwerpunktsetzung dessen geht, was angepackt werden muss, was gelöst werden muss. Und da sind für uns natürlich der Wohlstand, die Arbeitsplätze, die wirtschaftliche Situation, die Innovation, die Digitalisierung ein tragender Schwerpunkt, wie sieht soziale Marktwirtschaft unter den Bedingungen der Digitalisierung aus. Für uns ist die Fortentwicklung Europas ein ganz besonderer Schwerpunkt. Wir haben darüber heute auch noch einmal getrennt gesprochen. Ich werde dazu gleich noch einige Worte sagen. Wir glauben, dass wir uns um die gleichwertigen Lebensverhältnisse in Deutschland kümmern müssen. Das heißt, Wohnungsbau, zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum in den Städten, aber gleichzeitig eben auch Daseinsvorsorge im umfassenden Sinne in den ländlichen Räumen. Wir wissen, dass ein Schwerpunkt die innere und äußere Sicherheit ist und wir wollen die Familien stärken, kleine und mittlere Einkommen entlasten und natürlich auch die sozialen Sicherungssysteme weiterentwickeln.
Wir haben am Beispiel des Gesundheitssystems eine recht umfassende Diskussion geführt. Wir sind als Christlich-Demokratische Union nicht für die Bürgerversicherung, weil wir nicht glauben, dass der Wettbewerb zweier Systeme dadurch besser wird, wenn man ihn abschafft und damit die Gefahr durch eine Einheitskasse entsteht, dass wir hier nicht die richtigen Lösungen finden. Aber wir haben sehr wohl sehr lange darüber gesprochen, welche strukturellen Defizite es im Gesundheitssystem gibt. Und wir glauben, dass man hier eine Vielzahl von Verbesserungen sowohl für die Beschäftigten als auch für die Patienten erreichen kann und haben hier auch sehr konkrete Vorstellungen, wie man das tun könnte. Wir glauben, dass wir jetzt also in die Gespräche mit den Sozialdemokraten gehen und wir werden eine Bundesvorstandssitzung dann spätestens dann haben, wenn die SPD ihren nächsten Parteitag hat. Wir werden sehr intensiv den Bundesvorstand auch immer wieder in die Informationen mit einbeziehen. Wir haben dann aus aktuellem Anlass, weil hier auch vieles zu entscheiden ist, eine sehr intensive Diskussion noch über die Frage der Zukunft der Europäischen Union geführt. Ich habe noch einmal darauf hingewiesen, dass sich in den letzten 15 Jahren gewaltige geopolitische Verschiebungen ergeben haben. Und wenn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union überhaupt Einfluss auf geopolitische Entwicklung nehmen wollen, dann ist Europa die beste Handlungsgröße, dann können wir unseren Anliegen Gewicht verleihen. Das heißt, neben dem klassischen und seit der europäischen Gründung bestehenden Friedensprojekt Europa, das natürlich für den inneren Zusammenhalt Europas immer noch sehr wichtig ist, ist eben auch die geopolitische Rolle von größter Bedeutung. Wir haben ein erstarktes China, wir haben ein Russland, das auch Gestaltungsansprüche oder Ordnungsmacht sein will und auch ist, wenn wir uns mal zum Beispiel das Thema Syrien ansehen. Wir haben die Vereinigten Staaten von Amerika, die nach wie vor unser wichtigster Partner bleiben. Darüber war Einigkeit, aber die auch mit einer Reihe von Themen beschäftigt sind, die nach innen gerichtet sind. Wir haben eine Situation, wie wir sie vor 15 Jahren nicht hatten, dass die Vereinigten Staaten von Amerika inzwischen unabhängig von Erdgas und Öl sind im Mittleren und Nahen Osten, dadurch natürlich auch die Abhängigkeiten hier sich gravierend verändert haben, eine höhere Konzentration auf den pazifischen Raum und auch eine gewisse Zurückhaltung bei der Fortentwicklung multilateraler Organisationen, wenn ich an Weltbank denke, an die WTO denke, den Austritt aus dem Klimaabkommen denke und vieles andere mehr. Wir haben um Europa herum eine sehr unruhige Nachbarschaft, die auch sehr stark geprägt ist durch die Auseinandersetzung zwischen dem sunnitischen und schiitischen Islam. Das heißt, all das spricht dafür, dass Europa nicht nur eine starke Wirtschafts- und Währungsunion braucht und ein Europa des Wohlstands und der Arbeit sein muss, das der Forschung und der Bildung, sondern dass Europa ein Europa der Sicherheit und des Rechts sein muss, sowohl nach innen als nach außen. Ein Europa, das in der Lage ist, die Migration zu steuern und Partnerschaft insbesondere mit Afrika zu entwickeln. Ein Europa der Verteidigung. Heute ist die strukturierte Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung von den Außenministern verabschiedet worden. Das ist ein großer Schritt im Blick auf mehr Handlungsfähigkeit, einer, den es Jahrzehnte nicht gegeben hat. Und ein Europa, der schrittweise, und das ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig, gemeinsamen Außenpolitik. Wir können an vielen Stellen diese gemeinsame Außenpolitik bis heute nicht erkennen. Es wäre aber wünschenswert, wenn Europa hier auch mit einer Stimme spricht. Wir waren uns darüber einig, dass Deutschland und Frankreich hierbei eine zentrale Aufgabe zukommt. Und deshalb unterstützen wir auch die Vorstellung, den Élysée-Vertrag, der am 22. Januar 55 Jahre besteht, im Jahre 2018 zu überarbeiten und neue Projekte festzulegen. Der Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, bis 2025 ein gemeinsames Unternehmenssteuerrecht zwischen Deutschland und Frankreich zu entwickeln, unterstütze ich. Ich glaube, wir könnten auch im Bereich der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz sehr viel intensiver zusammenarbeiten. Wir sollten auch versuchen, auch mit anderen Partnern in Deutschland, nicht einfaches Projekt, unsere Richtlinien für die Verteidigungsexporte, für die Rüstungsexporte zu vereinheitlichen, um hier auch gemeinsam auf der Welt aufzutreten. Wir sollten uns mit den Fragen der Integration gemeinsam befassen. Sie wissen, wir haben jetzt gerade einen Integrationsrat zwischen Deutschland und Frankreich gegründet und auch
der Rolle des Islam, auch gerade des politischen Islam in unseren Ländern, sollten wir uns gemeinsam widmen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man gerade im Bereich von neuen Berufsbildern, die aus der Digitalisierung entstehen, hier auch gemeinsame Vorschläge zwischen Deutschland und Frankreich unternimmt. Wir haben dann noch recht intensiv über die Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion gesprochen und werden das auch fortsetzen. Insofern waren das jetzt zwei intensive und gute Tage und ich gehe mit gutem Mut und auch einer großen Unterstützung in die anstehenden Gespräche mit der Sozialdemokratie. Wir haben noch Zeit.